wie stark der Ausbruch war. Doch wie viel davon liegt am Meeresboden? Das müssen wir herausfinden. Wie sich der Ausbruch des Tera ausgewirkt hat, lässt sich nur mit Material vom Meeresboden bestimmen. Die beiden Unterwasserfahrzeuge stoßen auf viele Reste. Sie scheinen wie eine Flutwelle ins Meer geflossen zu sein und von derselben Eruption zu stammen. In dieser Wand sieht man keine Schichten. Sie ist massiv. Es war ein Ereignis. Wie dick ist sie? Was denkst du? Mehr als 10 Meter. Sie könnte insgesamt 50 Meter oder mehr betragen. Das Team berechnet die Stärke der Explosion danach, wie dick die Ablagerungen sind. Das Ergebnis ist erstaunlich. Teras Ausbruch war 4-mal stärker als der des Krakatau. Er gehört zu den gewaltigsten der Erdgeschichte. Die Ergebnisse zwingen die Forscher dazu, die Stärke des Tera auf dem 8-stufigen Index neu einzuschätzen und von 6 auf 7 zu erhöhen. Das bedeutet, dass die Zerstörungskraft weit über Santorin hinausreichte. Die Minoer konnten zwar von der Insel flüchten, aber wahrscheinlich nicht weit genug, um Teras Zorn zu entgehen. Es fehlt noch das letzte Stück im Puzzle. Konnte der Tera über die Grenzen von Santorin auch auf dem offenen Meer verheerende Auswirkungen gehabt haben? Viele Menschen nehmen an, dass der Lavastrom eines Vulkans das gefährlichste ist. Das geschmolzene Gestein fließt aus dem Berg und sieht aus, als käme es direkt aus der Hölle. Doch die Lava ist nicht so gefährlich. Sie bewegt sich normalerweise langsam, so dass man fliehen kann. Bei den Megavulkanen aber sieht das anders aus. Bei ihnen gibt es häufig ein Gemisch aus Bimsstein, Gas und Asche, das alles versenkt. Die Wissenschaftler nennen es einen pyroklastischen Strom. Um die Glutlawine über Santorin besser zu verstehen, hilft es, den Ausbruch des Tambora 1815 in Indonesien zu betrachten. Das war die größte Eruption der Neuzeit. . 2004 haben Forscher die Ruinen eines Dorfes ausgegraben, in dem 10.000 Menschen gewohnt hatten. Dabei stießen sie auf eine Frau, die eine heiße Wolke aus Asche und Staub verkohlt hatte. Die geschmolzenen Glasflaschen lassen auf eine Temperatur von über 1000 Grad schließen. Meine Forschung sagt mir viel über die Vorgänge, bei denen die Menschen hier getötet wurden. Ich weiß, wie hoch die Temperatur war und welche Kräfte gewirkt haben. Dann wurde mir klar, dass es nur 2 von 10.000 Menschen waren, die hier lebten und alle auf einmal getötet wurden. Der pyroklastische Strom versenkt alles auf seinem Weg. Eine gewaltige, hochgiftige Glutlawine wälzt sich den Berg hinunter mit einer Geschwindigkeit von 160 Kilometern pro Stunde. Dabei verdampft oder versteinert alles, was ihr in den Weg kommt. Eine Computeranimation zeigt die pyroklastische Glutlawine von 1815. Vor kurzem haben Kameras Bilder von einer solchen Lawine gemacht. 1991, der Unsen in Japan. Der Vulkan hatte monatelang Rauch und Asche ausgestoßen, doch nur kleine pyroklastische Lawinen.
Am Morgen des 3. Juni wagten sich einige Forscher etwas näher an den Berg heran, um einen besseren Blick zu haben. Am Nachmittag wälzte sich eine riesige Glutlawine den Berg hinunter. Die 43 Opfer hatten keine Chance. Sie starben auf der Stelle. Die Expedition auf Santorin möchte herausfinden, ob eine solche Glutlawine den Minoern bis ins Meer gefolgt ist. Jedes kleine Fundstück kann dazu beitragen, das Geheimnis zu lösen. Da ist viel Staub. Das ist ein Anzeichen für eine Glutlawine. Er ist locker und löst sich. Das ist eine gute Probe. Das Unterwasserfahrzeug sammelt winzige Steinchen von den Bergen aus Lava in der Ägäis. Es ist etwa 80 Meter tief. Unglaublich. Dort gibt es etwas und dort. Überall in der Gegend. Es ist dicker als du dachtest und bedeckt ein viel größeres Gebiet. Es ist riesig. Das ist der Beweis, nach dem sie gesucht haben. Die Glutlawine des Tera war wahrscheinlich so groß, dass sie auch die Nachbarinseln bedroht hat. Vielleicht konnten die Minoer in ihre Hauptstadt auf Kreta flüchten. Die Insel liegt mehr als 100 Kilometer entfernt von Santorin. Wenn diese Flecken auf den Tera zurückgeführt werden können, sind sie hierher geflohen und trotzdem ein Opfer des Vulkans geworden. Vielleicht beantwortet ein anderer Vulkan diese Frage. 1995 entdeckten Forscher beim Ausbruch des Mont Serrat in der Karibik, dass der Lavastrom sich sozusagen auf dem Wasser bewegte. Damals wälzte sich eine Glutlawine in das Meer. Und wir sahen, dass sie sich oberhalb des Stroms fortbewegte. Sie wandern unter dem Wasser und über weite Strecken auch an der Oberfläche. Auf Santorin ist die pyroklastische Glutlawine versteinert, als wäre sie mitten in ihrer Wut eingefroren. Und sie könnte auch Kreta erreicht haben. Doch der Tera war noch nicht zur Ruhe gekommen. Die Megavulkane haben ein furchtbares Ausmaß. Teras Ausbruch bedrohte auch Menschen auf anderen Inseln. Es könnte sein, dass der Vulkan einen 30 Meter hohen Tsunami ausgelöst hat. Mit den Proben vom Meeresboden haben Ballard und sein Team die Stärke der Detonation errechnet und gezeigt, dass die Druckwelle möglicherweise auch Kreta erreicht hatte. Eine Ursache dafür könnte die Glutlawine gewesen sein. Aber es gibt noch andere. Diese riesigen Felsbrocken sind ein verblüffender Hinweis. Wir sehen sie schon eine Weile auf dem Bildschirm und möchten herausfinden, was sie bedeuten. Der Vulkanologe Haraldur Sigurdsson ist dabei, das Rätsel zu lösen, woher und wie sie hierher gekommen sind. Wenn diese riesigen Felsen Reste des Ausbruchs von Tera sind, dann ist das ein weiterer Hinweis auf die Stärke der Explosion. Darf ich auf das Dach gehen? Ich möchte mir den Felsen hinter dem Haus anschauen. Haraldur Sigurdsson besucht ein Luxusresort auf einer Ferieninsel, um sich Felsen anzusehen. Okay.
Kein gewöhnlicher Vulkan kann solche riesigen Brocken so weit in die Ägäis geschleudert haben. Es hat sich herausgestellt, dass sie von diesem Berg stammen, von einer großen Lawine, die sich den Berg hinunter ins Meer wälzte. Vor dem Ausbruch war der Berg doppelt so groß. Während der Eruption brach eine Seite des Berges ab und wälzte Felsbrocken von der Größe eines Schlachtschiffes mit sich ins Meer. Haraldur Sigurdsson hält es für möglich, dass der Ausbruch von Thera noch schlimmer war. Wenn Meerwasser in die Magmakammer eindringt, explodiert der Berg wie ein riesiger Dampfkochtopf. Das Wasser wird ins Meer zurückgedrängt und Felsen stürzen ins Wasser. Ein riesiger Tsunami baut sich auf. Der Tsunami könnte die Minoa vernichtet haben. Hier, auf Kreta und noch weiter weg. Der verheerende Tsunami vom Dezember 2004 hat mehr als 5000 Kilometer durch den Indischen Ozean zurückgelegt. Von Indonesien nach Afrika. Kreta liegt etwas mehr als 100 Kilometer von Santorin entfernt. Dort hätte es keinen sicheren Hafen gegeben. Der Krakatau bietet für den Tsunami von Santorin einen Vergleich an. Dieser hatte eine Stärke von 6 auf dem Vulkanexplosionsindex. Die Flutwelle war 30 Meter hoch. Wenn Thera eine Stärke von 7 hatte, dann war der Ausbruch 10-mal gewaltiger als der des Krakatau. Es wurden 4-mal so viele Gesteinsbrocken ins Meer geschleudert. Dabei könnte ein gigantischer Wasserwall entstanden sein, der ganze Inseln überflutet hätte und die Küsten der Türkei, Ägyptens und weiterer Länder erreicht haben könnte.